Mit der Kongruenz von Dreiecken kennst du dich ja jetzt echt schon gut aus. Also die haben wir echt ziemlich ausführlich behandelt. Deswegen dachte ich mir, zeige ich dir jetzt in diesem und auch in den kommenden Videos mal noch ein paar coole Sachen über besondere Arten von Dreiecken. Also bei der Kongruenz war es ja im Endeffekt egal, welche beiden Dreiecke man da miteinander verglichen hat. Da hat man vorher immer irgendwelche Informationen gegeben bekommen. Und diesmal möchte ich dir zeigen, dass wenn du nur ein Dreieck hast und du davon schon irgendwelche Informationen hast, dann ist das definitiv auch hilfreich, weil du kriegst dann dadurch automatisch noch andere Informationen frei Haus sozusagen. Also die sind im Preis mit inbegriffen. Und das erste Beispiel dafür habe ich mir gedacht, nehme ich einfach mal dieses Dreieck hier, das im Endeffekt erstmal die einzige Besonderheit hat, dass ich dir von vornherein schon sagen kann, dass diese beiden Seiten hier, CA und CB, dass die gleich lang sind. Und weil das jetzt irgendwie auch besondere Seiten sind, haben die auch einfach mal einen besonderen Namen bekommen. Und zwar nennt man, wenn man so ein Dreieck hier hat, wo zwei Seiten gleich lang sind, dann nennt man die Seiten, die eben gleich lang sind, also die beiden hier, die und die, die nennt man einfach mal Schenkel. Frag mich nicht warum, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Konnte ich auch in der Recherche nicht rauskriegen. Aber ist auch nicht so dramatisch. Das kannst du auch unwahrscheinlich schlecht vergessen, würde ich behaupten, weil aufgrund dieser Bezeichnung hat dieses ganze Dreieck auch nochmal einen eigenen Namen bekommen. Und zwar nennt man so ein Dreieck, bei dem zwei Seiten gleich lang sind, ein gleichschenkliges Dreieck. Ein gleichschenkliges Dreieck. Okay, ich habe ja schon versprochen, dass jetzt da irgendwas besonders dran sein muss an diesem gleichschenkligen Dreieck. Das heißt, dass du von vornherein schon ein paar mehr Informationen hast. Und ich behaupte jetzt einfach mal, und das ist dann natürlich zu beweisen hier in dem Video, also zu beweisen, zu be ja, ordentlich schreiben, zu beweisen, dass wenn du die Informationen hier hast, dann folgt daraus auch, dass die beiden Winkel hier unten gleich groß sind. Also die beiden Winkel hier unten nennt man übrigens auch Basiswinkel, weil die sozusagen an der Basisseite liegen. Also die beiden Winkel hier sind Basiswinkel, die an den beiden Schenkeln dran liegen. Und ich behaupte einfach mal, dass die auch gleich groß sein müssen dann. Also der Winkel CAB, Winkel CAB ist kongruent zum Winkel CBA. Zum Winkel CBA. Okay, ich denke, eine Sache, die du hoffentlich jetzt schon gelernt hast im Zuge der letzten Videos auch, dass nur weil ich irgendwas behaupte, dass das dann noch lange nicht wirklich wahr sein muss. Also, deswegen beweisen wir uns das einfach mal. Ich gebe dir wieder ein bisschen Zeit, mache am besten Pause und denk selber drüber nach, wie das zu machen ist. Ich verrate dir schon mal, natürlich, dein Wissen über Kongruenzsätze wird dir auf jeden Fall weiterhelfen hierbei. Und wenn du das Video wieder anmachst, dann zeige ich dir mal die Idee, die ich gehabt habe. Okay. Da bin ich also wieder und meine Idee war die folgende. Also prinzipiell, über Kongruenzsätze kann man ja relativ viel beweisen, deswegen wollte ich das jetzt hier auch anwenden und habe aber nur ein Dreieck. Prinzipiell erstmal schlecht, weil Kongruenz ja per Definition zwei Dreiecke braucht, die man sozusagen miteinander vergleichen möchte. Also ging es bei dem Beweis jetzt hier oder geht es bei dem Beweis eigentlich nur darum, eine gute Idee zu haben, wie du aus diesem einen Dreieck hier zwei Dreiecke machst. Möglichkeiten hast du ja definitiv genug. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich einfach auf der Strecke AB hier unten einen Punkt D einzeichne. Und zwar natürlich nicht einfach irgendwo, sondern der Punkt D soll genau der Mittelpunkt von der Strecke sein. Also der soll die Strecke AB so teilen, dass AD und das BD gleich lang sind. Und dann kann ich ja einfach hier oben vom Punkt C aus eine neue Strecke einzeichnen, also von C nach D. Und wahrscheinlich siehst du jetzt auch schon, worauf das Ganze hinausläuft. Die Seite hier ist natürlich genauso lang wie sie selbst, aufgrund ihrer reflexiven Eigenschaft sozusagen. Und wenn ich das weiß, dann sind ja die Seiten von dem linken Dreieck alle genauso lang wie die Seiten vom rechten Dreieck. Das heißt, die beiden Dreiecke müssen zueinander kongruent sein. Also, schreibe ich mal hin. Das Dreieck, wo fangen wir an? ACD. Das Dreieck ACD muss also kongruent sein zum Dreieck BCD. BCD. Und warum wissen wir das? Weil du ja schon davon überzeugt bist, dass der Seite-Seite-Seite-Satz, auch wenn wir den so direkt nie bewiesen haben, auf jeden Fall eine gute Annahme dafür ist, dass zwei Dreiecke zueinander kongruent sind. Und na gut, jetzt ist natürlich nur noch eine Formsache.
Wenn zwei Dreiecke kongruent zueinander sind, heißt das ja per Definition, sie haben die gleiche Form und Größe. Also die Seiten sind gleich lang und die Winkel sind gleich groß. Also schreibe ich es nochmal einmal hin. Folgt aus dieser Aussage hier schon direkt, dass die beiden Winkel CAB oder dass der Winkel CAB kongruent sein muss. CAB ist kongruent zum Winkel CBA. Okay, super. Also, Aussage bewiesen, Haken dahinter. So, jetzt nur weil das von links nach rechts funktioniert sozusagen, also weil du aus der Aussage hier die pinke Aussage hier drüben schlussfolgern kannst, heißt das ja noch nicht zwangsläufig, dass das auch andersrum funktioniert. Und ein paar Minuten Zeit haben wir in dem Video noch, also habe ich mir gedacht, packen wir das hier einfach mal noch mit rein. Also was genau meine ich jetzt? Ich zeichne dir das gleiche Dreieck hier unten mal nochmal hin, oder zumindest ein ähnliches Dreieck. So, machen wir es mal so. Und beschriftlich mal nochmal genauso gleich. Also hier ist A, hier ist B und hier ist C. Und diesmal gebe ich dir aber die Information, und zwar in Violett gebe ich dir die Information, dass dieser Winkel hier unten genauso groß ist wie dieser Winkel hier. Also schreibe ich es mal hier hin. Der Winkel CAB ist also kongruent zum Winkel CBA. Und daraus sollst du jetzt schlussfolgern, dass dann auch die beiden Seiten hier gleich lang sein müssen. Also das CA machen wir das Ganze mal in, ich kann es ja in der gleichen Farbe machen wie oben, in Orange. Also dass die Seite hier und die Seite hier gleich lang sind. Dass die Strecke CA, ordentlich schreiben, Andy, dass die Strecke CA kongruent ist zur Strecke CB. Zur Strecke CB. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg. Mach wieder kurz Pause und schau mal, wie weit du selber kommst. Und wenn du nicht mehr weiterkommst oder sogar wenn du es geschafft hast, kannst du dir nochmal meine Lösungsidee angucken. Okay, da bin ich wieder. Und vom Prinzip ist die Ausgangsidee die gleiche. Also auch hier würde ich wieder versuchen, ich habe nur ein Dreieck, kenne mich aber gut mit Kongruenz aus. Also würde ich wieder versuchen, aus diesem einen Dreieck hier zwei Dreiecke zu machen und dann irgendwie versuchen, mit Kongruenz zu arbeiten. So, die Frage ist natürlich, wie will ich jetzt hier draus wieder zwei Dreiecke machen, sodass mir die Angaben dann auch helfen? Ich habe ja jetzt schon auf jeden Fall einen Winkel gegeben. Das heißt, über den Seite-Seite-Seite-Satz brauche ich es wohl nicht machen, weil ich ja eben den Winkel hier mit benutzen möchte. Also muss in dem Kongruenzsatz später auf jeden Fall mindestens ein Winkel drin sein. Und ich habe mir überlegt, ich kann ja einfach wieder einen Punkt D hier unten einzeichnen irgendwo. Also irgendwo war es natürlich Quatsch. Einen Punkt D einzeichnen und zwar so, dass wenn ich hier die Strecke CD einzeichne, wenn ich die Strecke CD hier einzeichne, dass die auf jeden Fall genau im rechten Winkel hier drauf trifft. Also ich zeichne das so ein, dass CD senkrecht sitzt auf AD. Also dass die beiden Winkel hier rechte Winkel sind. Und du kannst dir ja vorstellen, das ist natürlich immer möglich. Also das sozusagen so, als wenn du hier oben an dem Punkt C stehst, dann lässt du einfach sozusagen irgendwas gerade runterfallen und an dem Punkt, wo es dann aufkommt, hier unten, wenn AD sozusagen der Boden ist oder die Horizontale, dann ist das genau dein Punkt D. Also, wie gesagt, der Punkt, der Winkel CDA ist auf jeden Fall auch genauso groß wie der Winkel CDB. Naja, und wenn die Seite hier ist natürlich auch wieder gleich lang für beide Dreiecke und ich würde behaupten, das reicht ja auch schon wieder aus. Also, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das Dreieck, also ich behaupte sozusagen das gleiche wie oben, dass das Dreieck ACD, ich schreibe mal am besten auch genau die gleiche Reihenfolge auf, das Dreieck ACD muss kongruent sein zum Dreieck BCD, und zwar aufgrund des Winkel-Winkel-Seitesatzes diesmal. Wir haben ja zwei Winkel gegeben und eine Seite. Und daraus, wie gesagt, wenn wieder die beiden, ups, hier kommt natürlich noch ein Dreieckssymbol hin. Zack, wenn die beiden Dreiecke natürlich zueinander kongruent sind, wie gesagt, sind ja auch alle Seiten gleich lang. Also, in Orange habe ich es gemacht. Können wir jetzt schlussfolgern, dass die Seite definitiv genauso lang ist wie die Seite. Also schreibe ich hier unten am besten nochmal hin einmal, der Form halber. Muss also CA auch kongruent sein zu CB. Ja, so viel dazu, zu gleichschenkligen Dreiecken erstmal. Also, du siehst schon, eine Information gegeben, hat auf jeden Fall schon mal noch eine zweite Information mindestens in sich. Ich kann dir verraten, da stecken noch wesentlich mehr Informationen drin, wenn ich dir sage, dass es ein gleichschenkliges Dreieck ist. Zum Beispiel, dass wenn ich dir jetzt einen Winkel gebe aus diesem Dreieck und dir sage, dass das
Dreieck gleichschenklich ist, dann kannst du jeden anderen Winkel auch berechnen. Und ich werde dir nicht verraten, warum das so ist. Da darfst du noch mal selber ein bisschen drüber nachdenken. Bis zum nächsten Video.